Das Fenster unten rechts enthält jetzt Informationen zu deinem Zielobjekt. In diesem Fall ein Frachttanker der Föderation. Die Anzeige des Zielobjektes ähnelt stark der deines Schiffes und bietet während des Kampfes wichtige Informationen über dein Zielobjekt. In der Mitte des HUD zeigt dein Pfeil die Richtung an, in der sich dein Ziel befindet und wie weit sich dein Schiff drehen muss, damit es in Sicht kommt. Wende dich dem Ziel zu, indem du dein Schiff in Richtung der Pfeilanzeige drehst. Zur Änderung der Ausrichtung des Schiffes drückst du den Joystick einfach in die gewünschte Richtung oder drückst die Pfeiltasten. Wenn dein Zielobjekt auf dem Schirm zu sehen ist, erkennst du drei Markierungspfeile. Sie helfen dir, dein Zielobjekt in größeren Gefechten zu finden, bei denen sich mehrere gegnerische Schiffe auf dem Bildschirm befinden. Aha. Okay. Was? Ja, ich wollte doch gerade drehen. Na, okay. Sinn und Zweck jedes Kriegsschiffs ist es, seine Waffen auf das Ziel abzuladen und es völlig zu zerstören. Du lernst nun die Waffensysteme kennen, die dies ermöglichen. Die Reichweite der Primärwaffen beträgt 15.000 Kelecams oder K. Die Entfernung zu deinem Ziel wird an der Oberseite des Zielinformationsfensters angezeigt. Die markierten Dreiecke um dein Ziel werden dunkelrot, wenn du dich innerhalb der Primärwaffenreichweite befindest. Die Primärwaffen deines Schiffes sind Disruptoren. Feuere sie auf den Tanker ab, wenn er sich innerhalb deiner Reichweite befindet, indem du die Alt-Taste oder Knopf Nummer 1 des Joysticks drückst. Schwere Waffen haben eine Reichweite von 12.500 K. Die schweren Waffen deines Schiffes sind schwere Disruptoren. Feuere sie auf den Tanker ab, wenn er sich innerhalb deiner Reichweite befindet, indem du die Leertaste oder Knopf Nummer 3 des Joysticks drückst. Sekundärwaffen haben eine Reichweite von 10.000 K. Wenn sich dein Zielobjekt innerhalb der Reichweite der Sekundärwaffen befindet, werden die markierten Dreiecke hellrot. Die Sekundärwaffen deines Schiffes sind Photonentorpedos. Du feuerst sie mit der Steuerungstaste oder Knopf Nummer 2 des Joysticks ab. Denke daran, deinen Joystick zu konfigurieren, indem du das Kästchen Joystick verwenden im Steuerungsmenü aktivierst, das sich im Fenster Optionen befindet. Der Großteil der Bewaffnung ist so ausgerichtet, dass sie nach vorn gefeuert wird. Es gibt jedoch noch zusätzliche Waffen an den Feuerstationen Backbord, Steuerbord und Achtern. Diese Waffen feuern automatisch auf ein gegnerisches Zielobjekt, wenn es an ihnen vorbeizieht. Ja, toll. Und, unverwundbar, okay. Es ist nun an der Zeit, die Bedeutung und den Einsatz der Power-Makros zu lernen. Dein Kriegsschiff ist eine hochkomplexe Waffenplattform, die nur so vor Feuerkraft strotzt. Aufgrund dieser Komplexität ist dein Kriegsschiff aber stark auf die Crew angewiesen, die die unzähligen für den Kampf benötigten Systeme koordiniert. Alles, von Schadenskontrolle und Krankenstation bis hin zu Schilden und Tarnvorrichtung, muss sorgsam verwaltet werden und die für eine gegebene Situation richtige Energiemenge erhalten. Um dem Captain die perfekte Konfiguration des Kriegsschiffes für eine beliebige Kampfsituation zu erleichtern, hat dein Chefingenieur Power Makros entwickelt. Dies sind voreingestellte Muster der Energiezuweisung für alle Hauptsysteme an Bord deines Kriegsschiffes. Drücke die Taste 1, um die Befehlsliste für deinen Chefingenieur aufzurufen. Danach die Taste 3 zur Anzeige der verfügbaren Power-Makros. Danach noch einmal die Taste 1, um den Power-Makro-Standardkampf auszuwählen. Aha, meine Güte. Energiezuteilung aktivieren. Unverzüglich, Sir. Dein Schiff ist nun so konfiguriert, dass es genügend Energie erhält, um sich mit Kampfgeschwindigkeit fortzubewegen und Schilde, Waffen und eine Unzahl anderer Systeme aufrechtzuerhalten, die im Kampf benötigt werden. Es gibt weitere Makros, die dein Schiff für alles konfigurieren. Vom Tarnen und Reparieren über das Verstärken der Schilde bis hin zur Steigerung der Sensorenleistung bei der Jagd nach getarnten Schiffen. Jedes Makro konfiguriert dein Schiff so, dass seine Wirksamkeit in bestimmten Situationen gesteigert wird. Zugriff darauf erhältst du durch Drücken der Taste 1, dann Taste 3, danach die Nummer des gewünschten Makros. Aha. Also ich merke, das ist wirklich extrem umfassender und reichhaltiger beschert als Starfleet Academy. Ich hoffe, da werde ich noch den Durchblick finden. Diese Lektion wäre nicht vollständig, wenn du nicht die Grundlagen des Manövrierens in einer Kampfsituation erlernen würdest. Am oberen Rand des Schiffsinformationsfensters befindet sich ein waagerechter Balken, der deine Geschwindigkeit anzeigt. Er befindet sich direkt über dem Namen deines Raumschiffs, der in diesem Fall einfach Ausbildungsschiff lautet. Ein kleines Dreieck über dem Balken zeigt die eingestellte Geschwindigkeit. Innerhalb des Balkens zeigt eine Marke die aktuelle Ist-Geschwindigkeit. Am unteren Rand des Balkens stellt ein Dreieck die mit der aktuellen Energieeinstellung mögliche Höchstgeschwindigkeit dar. Gib deinen Navigatoren den Befehl, die Impulsgeschwindigkeit auf ein Viertel Impuls zu setzen. Drücke 2, 4, danach noch einmal 4.
4, nochmal 4, ein Viertel. Ich soll doch 3 Viertel Impuls. Hat mich jetzt verarscht? 3 Viertel Impulsenergie. Die Feineinstellung kannst du auch mit den Tasten Ü und Plus auf der Tastatur vornehmen, die jeweils die Geschwindigkeit senken oder steigern. Es liegt nun an dir, all das, was du gelernt hast, zu kombinieren und zu einem logischen Schluss zu bringen. Zerstöre den Tanker, der momentan dein Zielobjekt ist. Plus. Okay. Dann gehen wir mal... Hallo? Volle Impulskraft! Okay, nochmal. Moment. 2, 4 und... Volle Kraft voraus! Verstanden! Mit Minus kann ich denn da... mit Minus und... okay. Mit Minus und Plus können wir das also auch beeinflussen. Das ist doch schon mal gut. Die Frage ist jetzt... Der Tanker sieht ziemlich nah am Planeten aus und irgendwie kommen wir nicht wirklich näher. Was ist denn A... Ach, das ist mein Fadenkreuz. Moment, was ist das Blaue und jetzt und was ist das Rote? Das Rote scheint ja wohl mein Gegner zu sein. Moment! Das und alles. Maschinen, stopp! So. Da habe ich schon in Starfleet Academy schon ein bisschen Probleme gehabt. Aber. Ja, ich bin noch viel zu weit weg. Okay, dann. Hallo Plus. Oh nee, wir müssen erst wieder hier rein und dann. Volle Kraft voraus! Verstanden! Na, wieso? Na, da klappt's. Ist ja merkwürdig. Na, okay. Das scheint ein sehr interessantes Let's Play zu werden, Freunde. La 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 la. So, da sind die drei Dreiecke, von denen er eben gesprochen hat. Boah. Da brauche ich ja Ewigkeiten. Komme ich überhaupt näher? Ach, herrje. 2 mit Warp. Aus dem System Impuls Notfallmanöver Dauerbefehl. Was haben wir denn unter Dauerbefehl? Ziel verfolgen, Kurs beibehalten. Okay, er sagt nichts. La 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 la. So, das ist leider immer dieses etwas langwierige hier in diesen Spielen. Dieses zum Ziel hinfliegen. Aber ich finde, naja, das reißt dem Hahn jetzt hier keinen Schwanz raus. Im Moment jedenfalls, weil im Moment bin ich einfach noch geflasht von dem Spiel, von der Grafik, von dem Gameplay, die Original-Synchro von General Chang und ja, es macht auf jeden Fall schon mal einen richtig geilen Eindruck. Ich hoffe, der bestätigt sich im Spiel und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß jetzt hier in diesem Spiel wie ich. So, wir kommen jetzt näher. Gehen wir mal runter. Na, auf 10.000 möchte ich aber rankommen. Nein! Kacke! Moment, wie gehe ich da jetzt wieder raus? So, okay. Ja, wie gesagt, die Steuerung, die ist hier wirklich ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich spiele alles mit Tastatur und Maus und deswegen... Hat er eigentlich auch Waffen? Ach, Moment, der hat eine Zielverfolgung, wie geil! Ja gut, das Schiff ist sehr schwerfällig. Deswegen ist das jetzt hier mit der Zielverfolgung schon richtig geil. Moment, der will abhauen. Der ist jetzt schon wieder außer Reichweite. Das glaube ich jetzt nicht. Moment, vielleicht sollte ich mal etwas mehr Abstand halten. Falls das Ding jetzt explodiert. Uiuiui. War es das jetzt? Guckt euch die Animation. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Weiter zur nächsten Lektion. Aufgrund der riesigen Ausmaße des Weltalls finden Schlachten häufig in großer Entfernung voneinander statt, die mit der Impulsgeschwindigkeit nicht zu überwinden ist.
Na? Schon wenn man zu einem einfachen Kampf am anderen Ende eines Sternsystems gelangen will, würde dies mit Unterlichtgeschwindigkeit mehrere Stunden dauern. Ja. Aus diesem Grund ist der Warp-Antrieb für das richtige Timing im Kriegsfall unerlässlich. Du lernst jetzt, wie man einen Warpsprung innerhalb eines Sonnensystems durchführt. In der Umlaufbahn um den Kronos-Mond Praxis befindet sich ein gegnerisches Kriegsschiff. Begib dich jetzt unter Zuhilfenahme des VOS mit Warp zu dem Mond in diesem System. Gib deinen Navigatoren den Befehl für den Warp-Sprung zu Praxis. Drücke 2, 2, danach 1. Praxis. Warp-Antrieb aktivieren. Was macht er? Was macht der Galaxy aus dem Phantasialand? Na, links, rechts, links, rechts. Rechts. Oh! okay. Das war eine kurze Lektion. Tanker und andere nicht kämpfende Schiffe sind eine einfache Beute. Zum Test deiner Fähigkeiten als Krieger misst du dich am besten an einem Gegner, der sich auch wehren kann. Schalte den Föderationszerstörer aus. Feuere deine Waffen ab, bis er zerstört ist. Moment. Wo ist er denn? Ah, oh, wieder ich und das Radar. Das sind zwei Welten, die aufeinandertreffen. Ah, da ist er ja. Na, dann komm mal her, mein Freund. Kann ich eigentlich auch... Zerstöre das Föderationsschiff? Nein, schade. Hier stand irgendwas von... Moment, ich gucke jetzt hier gerade mal. Transport ausführen, Transporter aufladen. Oh, Moment, ich bekomme eine Waffenreichweite. Ich wollte mich eigentlich tarnen, aber das... Kollision kurz. So, eine Drehung bitte. Ich hätte eigentlich auf Verlangsamen gedrückt. Na, wo ist er denn? Moment, der beschießt mich hier. Das ist nur ein Forschungsschiff, aber... Ah! Diese Steuerung ist sehr schwerfällig. Jetzt haut er ab. Komm her jetzt! Wo hab ich den hier? Ich hatte doch irgendwas vorhin hier von Tarnen. Aber ich glaube, das geht hier sowieso noch nicht, weil wir sind ja noch in der, ne? Wie heißt es? In der Übungsmission. Ey, der ist schneller als ich. Das kann gar nicht sein. So, unsere Schiffe sind 50% aktiv. Ja, ist ja... Aber, will er mich jetzt flachsen hier, oder? Warum? Och nee, dieses Radarschild da oben. Ich krieg die Krise. Nein. Oh, wo ist der? La 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 la, das... Es fängt ja gut an. Oh Gott, ich möchte dann gar nicht dran denken, wie das nachher im richtigen Gefecht ist. Ach so, Moment, da, das Fadenkreuz, das zeigt es mir doch an. Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Nein, er ist weg. Moment. Jetzt runter nach links. So, unterer Schild gibt nach. Ja, ist ja gut, Mann. Ich bin ja dabei. Nein, ach, diese schwerfällige Steuerung. Wirklich schnelle Manöver kann man damit nicht ausführen. Nicht wahr. Ey, an so einen Furzgegner beiß ich mir die Zähne aus. Skander, komm, Steuerung! Na, ich sehe die Warp-Gondeln, ich sehe sie! Ich
vielleicht sehe ich sie nicht mehr. Na, das gibt ja einen langen ersten Teil. La 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 la. Nein, du sollst auch. Nö. Komm. So, Steuermann steht nur so 50% aktiv. Ja. Hey, achso, ich war nicht in Reichweite. Na, komm schon. Scheiße daneben.